Zeit darauf hingearbeitet, hier eine Ausstellung zu machen. Und eine Ausstellung, das haben wir euch auch erzählt, wird immer von einer ganz wichtigen Persönlichkeit eröffnet. Wir haben auch jemanden gewinnen können, der unsere Ausstellung eröffnet. Ich wusste, dass ich diese Ausstellung heute hier eröffnen wollte. Ich habe aber gerade mal auf dem Weg hierhin gelesen, dass ihr ja im Vorfeld auf euer Jubiläum, was im Jahr 2001 stattfindet, das 30-jährige Jubiläum eurer Schule, heute schon euch Gedanken macht, wie ihr das Fest, das soll ja ganz groß gefeiert werden, wie ihr das mitfinanzieren könnt. Ich darf Ihnen sagen, oder darf euch sagen, ich bin schon sehr lange in dem politischen Geschäft und ich habe schon viele Ausstellungen eröffnen müssen, aber das habe ich noch nie erlebt, dass Schüler ein Fest selbst finanzieren wollen, wenn eine Schule feiert. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Idee, die ihr gemacht habt, und ich habe mir heute mal die Bilder angesehen. Ich muss sagen, eines ist schöner wie das andere. Und ich habe mich jetzt spontan entschlossen, ein Bild zu kaufen. Und zwar ein Bild zu kaufen. Ein Bild zu kaufen zum Preis von 100 Mark. Wow. Die Möglichkeit, wenn die Stadtsparkasse nicht so freundlich wäre, uns die Räume zur Verfügung zu stellen. Herzlichen Dank. Halt das ruhig mal. Genau, das hat Hanadi gemalt. So, als nächstes muss ich. Das ist ein buntes Bild. Das ist ein fröhliches Bild mit einem fröhlichen Mädchen. Sie hat sich eine Zuckerwatte gekauft. Das Wetter ist toll und heiß. In der Luft sind ganz bunte Luftballons. Wir, die Klasse 5, haben uns verschiedene Titel für verschiedene Bilder ausgesucht. Es haben immer mehr Kinder an den Bildern gearbeitet. Jeder hat gearbeitet, was er konnte. Die Bilder von den Kindern? Gesungen und wir machen eine CD mit deiner Musik.
Ich brauch mehr Taschengeld, ich bin schon
haben als Döse braucht. Und Zeit und Ziel, es gibt's auch, als das nehme ich gleich auch. Es freut, dass meine Freundin fragt, wann wir ins Kino gehen. Da läuft auch dieser Superfilm, da muss ich ihr gestehen. Ich brauch mehr Taschengeld, ich bin schon wieder blank. Bei mir hält Taschengeld, ich war eine Woche lang. Taschengeld, Taschengeld, ich brauch mehr Taschengeld, weil das Geld in meiner Tasche nicht mal eine Woche hält. Ich guckte meinen Bruder an, denn der kommt immer aus. Und habe ihn auch gleich gefragt, wie machst du das bloß drauf? Den Tipp, den ich von ihm bekam, der hat sich echt frontiert. Jetzt werden zwar wöchentlich für Hunde ausgeführt. Ich hab mehr Taschengeld, ich komm jetzt besser klar. Und ich schaff's manchmal auch, dass ich davon was spar. Taschengeld, Taschengeld, ich hab mehr Taschengeld, weil das Geld in meiner Tasche jetzt eine ganze Woche jetzt mehr. Was für ein Leben.
Thank you.
Kopfhörer ab. Sonst hört er ja nicht. Wir spielen gern mit Adlerfeder, verstecken uns in hohen Grad. Wir laufen und die Tippe ist roh, was die Äpfel wir sehen. Kleine Indianer, Indianer, kleine Indianer. Genau, ihr
sagen, wir wickeln hier die Mauer drauf. So, schön vorsichtig. Super. Ja. Na gut, wir machen ja halt alles für die Hochzeitschuhe. Ja. Kann ich auch nicht stehen? Wenn ihr gleich singt, könnt ihr dann so ein bisschen in die Kamera gucken dabei? Ja? Ja. Was mache ich falsch? Mittwochs ist nichts mehr da. Vielleicht ist es ja nicht genug, hab ich mir so gedacht. Und darum gleich beim nächsten Mal zu fahren, mal gesagt. Ich brauch mehr Taschengeld, ich bin schon wieder dran. Bei mir Taschengeld. Am Montag ist mein Taschengeld auch völlig unberührt. Bis ich dann plötzlich halt im Bauch so ein Gefühl verspür. Mir ist dann so noch Gummibär, die haben auch geschwätzt. Doch leider ist vom Taschengeld dadurch ne Menge. Telefon und mach doch endlich Klingel für mich schon. Schreib mich an.
ich mag dich auch gern. Hier ist der Tommy. Mach doch mal das Solo, was du da eben gespielt hast, was du irgendwann im Sachsen. Wir machen mal ein paar Akkorde drunter. Los hier. Wie? Wir sind fertig. Ach, du hast ja gar nicht mitgespielt. Da gibt es den Sandwich, den man als Größe braucht. Am Zeitungsmüll gibt's auch eins, das nehme ich gleich auf. Als Vater meine Freundin fragt, wollen wir ins Kino gehen? Da läuft doch dieser Superfilm, da muss ich ihr gestehen. Ich brauch mehr Taschengeld, ich bin schon wieder dran. Weil mir hält Taschengeld, ich will eine Woche lang. Taschengeld, Taschengeld, ich brauche Taschengeld, weil das Geld in meiner Tasche nicht mal eine Woche hält. Ich brauche Taschengeld, ich bin schon wieder da, weil mir hält Taschengeld nicht mal eine Woche lang. Taschengeld, Taschengeld, ich brauche Taschengeld, weil das Geld in meiner Tasche nicht mal eine Woche hält. Buchstabe im Land wäre gern mit ihm bekannt. Bist du glücklich? Ja, 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 dann brauchst du das kleine A. Ja, 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 ist doch klar, dann brauchst du das kleine A. Ja, 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 ist doch wahr, jeder mag das kleine A. Ah.
irgendwas ist wunderbar. Ah, 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 ja, ja, ja. Jeder mag das kleine A. Jeder Buchstabe im Land wäre gern mit ihm bekannt. Teddy bear,
Seite guckt. Ja, das ist klar, das ist prima. Wenn nämlich an dem Rolli nicht mehr alles heil ist, dann kriegen sie vielleicht. Jedes Einzelne sieht ziemlich gut aus. Wir kramen jetzt nur kein Bild. Das ist schwierig, wenn einer kann ich auch mal? Und der andere. Ja, wir können gerne. Deutsch und Mann, oh Mann, steht jetzt auf dem Stundenplatz. Also ehrlich muss das morgen früh schon sein. Schwimmen, kochen, das macht Spaß, am Computer lernt man was. Hey, ihr Lehrer, stellt euch darauf ein. Was ein jeder von uns mag, sind die Pausen Tag für Tag. Da hat wirklich jeder Schüler seinen Spaß. Kickern wir Basketball, watchen wir beim Waterfall und ein Fußballspiel bei Sonnenschein im Glas. Schule! Zwei Jahre haben Sie ganz hart gearbeitet, haben Noten studiert, die Melodie bei jeder Gelegenheit gesummt und dann endlich war sie fertig. Die erste eigene CD. Rockig, romantisch, so unterschiedlich wie Sie selbst sind auch die 15 Musikstücke, die es darauf zu hören gibt. Eine CD von Kindern. Eigentlich nichts Besonderes, mögen Sie jetzt vielleicht denken, aber die Kinder sind für diese CD über sich hinausgewachsen. Es sind Schüler der Westfälischen Schule für Körperbehinderte in Bad Oeynhausen. Der Titel für die CD war auch ganz schnell gefunden. Einfach normal.
hab ich mir so gedacht. Und darum gleich beim nächsten Mal zu Pa und Ma gesagt. Ich brauch mehr Taschengeld, ich bin schon wieder blank. Bei mir hält Taschengeld nicht nur eine Woche lang. Ihre Lieder handeln vom Taschengeld, der ersten Liebe, Angst vor Kriegen und Umweltbelastung. Alltagsprobleme, von denen sie so manch eine Strophe singen können. Die Kinder der Körperbehindertenschule in Bad Oeynhausen haben neben Sprache und Mathe ganz viel Musik auf dem Stundenplan. Und das hat Folgen. Das Lehrerzimmer wurde zum Tonstudio und die Kids zu jungen Interpreten. Ich finde es einfach, dass es Spaß macht, selbst zu singen. Und dass die Leute so sehen, dass wir alle irgendwas auf die Beine bringen können. Dass die anderen nicht denken, dass so Behinderte nichts drauf haben, dass sie nichts machen können. 2 Jahre lang haben sie an ihrer eigenen CD gearbeitet. Das Geld für die Produktion beschafften sich die Kinder über eine Ausstellung mit selbstgemalten Bildern und einem Bazar. Mit eigenen Werbeplakaten wollen die Kinder ihre CD jetzt in Buchläden anpreisen und verkaufen. Die wissen ja nicht, dass wir auf einer körperbehinderten Schule sind. Und wenn die das lesen, dann denken die auch, dass wir was können. Und dann kaufen die CD auch. Kind ist Kind, ob schwarz oder weiß, ist doch gleich, wie deine Farbe heißt, denn wir sind Kinder, ja, sind Kinder einer Welt, Kinder der Welt. Selten haben die Lehrerinnen ihre Schützlinge so motiviert und konzentriert erlebt wie bei diesen Aufnahmen. Verstehe ich auch deine Sprache nicht, mach das nicht. Den Kindern bringt das ganz, ganz viel. Vor allen Dingen, was ihr Selbstbewusstsein betrifft, sie sind in der Lage, jetzt durch dieses Projekt ihre wichtigsten Fähigkeiten oder ihre besonderen Fähigkeiten, die sie haben, dort einzusetzen, wo auch Erfolg irgendwo da garantiert ist, in der Gemeinschaft was zu machen, von der Gemeinschaft getragen zu werden, auch wenn man mal nicht so gut drauf ist, irgendwas nicht so gut kann. Davon profitiert auch Nicole. Sie kann nicht sprechen, sich aber richtig freuen. Besonders über die fertige CD und das selbst illustrierte Textbuch. Mit ihm da ist der Schatz. Sabine fühlt mit Händen ihre Welt. Weil Nicole nicht singen kann, haben die anderen Kinder einfach ihr Lachen in die Lieder eingebaut. Das Lachen, es steckt uns alle an. Wir alle sind verschieden und das ist doch ganz normal. Es ist normal. Es ist normal. Verschieden zu sein. Verschieden zu sein. Jeder ist anders. Jeder ist anders. Und das hier ist es. Und das hier ist es. Jeder ist ganz okay. Ganz okay. Kind ist Kind, ob schwarz oder weiß, ist doch gleich, wie deine Farbe heißt, denn wir sind Kinder, ja, sind Kinder einer Welt, Kinder der Welt. Kind ist Kind, heißt du Jane oder Jan, Boy oder nicht an, denn wir sind Kinder, ja, sind Kinder einer Welt, Kinder der Welt. Verstehe
Küsschen mal. Sehr geehrter Herr Brüggemann, die Schule feiert heute den 30. Geburtstag und zu so einem Geburtstag gehört auch ein tolles Geburtstagsgeschenk. Die Klasse 6b und 8 und die Kinder des Chors möchten Ihnen heute stellvertretend für die Schule, unsere CD und das Liederbuch als Geschenk überreichen. Wir hoffen, dass die Lieder der CD nicht nur eine Erinnerung an dieses Jubiläum sind, sondern dass wir mit der CD Erfolg haben und sie sich zugunsten in der Schule gut verkaufen lässt. Leider kann der Pate unserer CD, Volker Rosin, heute nicht wie geplant hier sein, aber er hat uns einen Brief geschrieben. Lesen Sie den Brief doch bitte jetzt vor. Lieber Tino, das will ich gerne tun, nachdem ich dich gestern Abend so fröhlich im Fernsehen gesehen habe. Volker Rosin, der bekannte Kinderliedermacher aus Düsseldorf, schreibt: Hallo, ihr lieben großen und kleinen Sänger. Ich habe gerade mit großem Vergnügen eure CD gehört und ich muss sagen, das habt ihr alle wirklich toll gemacht. Die Musik ist abwechslungsreich, die Texte klasse, der Chor kommt so fröhlich und frisch daher. Eine wirklich tolle Leistung. Da kann ich nur sagen, bravo. Auch meine Mitarbeiterinnen hier im Büro fanden die CD richtig gelungen. Jetzt muss ich ja richtig aufpassen, damit ihr mir keine Konkurrenz macht. Leider habe ich eine nicht so schöne Nachricht. Zu eurem Fest kann ich leider nicht kommen. Ich bin gerade bei Dreharbeiten für eine Videoproduktion mit meinen schönsten Liedern für den Kinderkanal und für das zweite deutsche Fernsehen. Die nächsten 14 Tage drehe ich hier in Düsseldorf. Mit vielen Kindern an den schönsten Stellen, aber das geht von Notfeier und super viel Erfolg mit eurer tollen CD. Ganz liebe Grüße an alle Schülerinnen und Schüler und die Kolleginnen und Kollegen, euer Volker Rosin. Eins möchte ich noch sagen dürfen, Frau Sachsmann. Gestern Abend wurde es ausgestrahlt und heute Morgen lagen im Büro zwei Faxe. Ein Fax von einer Konrektorin aus Hamm und ein anderes Fax aus Süddeutschland. Das muss wohl offenbar nicht nur auf OWL zu sehen gewesen sein, sondern überall. Ich schenk dir einen Regal.
bei dir sein. Wenn du einmal traurig bist, dann wird er bei dir sein. Ich schenk dir eine weiße Wolke, pass gut auf sie auf. Wenn du einmal mutlos bist, dann flieg zu ihr hinauf. Wenn du einmal mutlos bist, dann flieg zu ihr hinauf. Schenk dir einen Sternenhimmel, nur für dich gemacht. Wenn du einmal ängstlich bist, dann hält er für dich wacht. Wenn du einmal ängstlich bist, dann hält er für dich wacht. Ich schenk dir tausend Sonnenstrahlen nach dem Regenguss. Wenn du mir etwas schenken willst, dann schenk mir einen Kuss. Wenn du mir etwas schenken willst, dann schenk mir einen Kuss. Kennengelernt haben und der uns seine Songs via Internet geschickt hat. Der ist heute da hingekommen und möchte sich eben auch die CD einmal live anhören. Herzlich willkommen, Heiko. Jeder ist ganz okay, so wie er ist. Verschieden zu sein, geil ist.
als mir von gegenüber ein Kind gewunken hat. Ich konnte nicht erkennen, was Angie oder Klaus, denn schon bei der Entfernung sah es verschwommen aus. Am Morgen mit Brille, das ist ein klarer Fall, weil ich mit der Brille viel besser sehen kann. Am Morgen mit Brille, ohne gehe ich nicht mehr aus dem Haus, dann kann ich gut sehen und sehe auch echter aus. Mit Papa selbst aus, und ein paar Tage später trug ich sie stolz nach Haus. Die Welt ist so viel klarer, seit sie die Nase ziert, und meine neue Brille ist grün und blau kariert. Am Morgen mit Brille, das ist ein klarer Fall, weil ich mit der thank you.
ist alles möglich, im Traum kann viel geschehen. Da wachsen plötzlich Flügel, du wirst schon sehen. Schlaf nur und träum den schönsten Traum. Was du erlebst, das glaubst du kaum. Schlaf nur und träum und glaub daran, dass auch ein Traum Wahrheit werden kann. Im Traum bist du die Größte, im Traum da hast du Mut. Da tust du manchmal Sachen, die sonst kein anderer tut. Schlaf nur und träum den schönsten Traum. Was du erlebst, das glaubst du kaum. Schlaf nur und träum und glaub daran, dass auch ein Traum Wahrheit werden kann. Und diese schönen Träume, lass sie dir nicht zerstören, weil eben diese Träume nur dir allein gehören. Schlaf nur und träum den schönsten Traum, was du erlebst, das glaubst du kaum. Schlaf nur und träum und glaub daran, dass auch ein Traum Wahrheit werden kann. Schlaf nur und träum den schönsten Traum, was du erlebst, das glaubst du kaum. Schlaf nur und träum und glaub daran, dass auch ein Traum. Aufwachen!